Willkommen zurück hier zu Gothic 2. Und beim letzten Mal habe ich mich gefragt, was das Drachenintro, wo das Drachenintro denn jetzt verloren gegangen ist. Und das ist Unsinn, das Drachenintro kommt erst, wenn man sich in die Richtung der Drachen begibt, nämlich zum Minental. Jetzt erstmal eine kleine Kampfprobe, ein Schaf, passenderweise. Und danach ist die Lernkurve relativ steil, kommt gleich ein richtiger Goblin als Gegner. Allerdings ist der auch relativ schwach nur. Im Gegensatz zum ersten Teil, habt ihr gerade gesehen, kann man den Goblins hier sogar auch ausnehmen. Und ja. Blut habe ich angemacht auf höchste Stufe. Was gibt's hier sonst noch zu erzählen? Genau, Gothic 2, die Nacht des Raben. Die Nacht des Raben macht das Spiel um einiges schwerer, habe ich letztes Mal schon erzählt. Die Lernpunkte wurden, also es wurde teurer, Dinge zu steigern, vor allem Dinge richtig hoch zu steigern. Es ist richtig teuer geworden, gut zu werden. In egal was. Dafür wurden, soweit ich weiß, auch die Gegner etwas stärker. Um das Ganze auszugleichen, quasi. Ups, das war vielleicht blöd. Das Mana könnte ich vielleicht noch gebrauchen. Egal. Auf 10 Mana wird es auch nicht ankommen. Ja, die Magie zum Beispiel wurde überhaupt nicht gestärkt. Dafür wurden aber, soweit ich weiß, Waffen gestärkt und ein bisschen stärker gemacht. Weil Nick of Fick 2 ohne Erweiterung Magie einfach übermäßig stark war. Wurden die Gegner stärker und die Waffen stärker. Und dafür ist es aber halt relativ schwer geworden, mit Magie komplett durchzukommen. Und es ist quasi unmöglich, als Magier ganz alleine durchzukommen. Man muss da schon so eine Art Kampfmagier machen. Also das Problem bei Magier ist wohl, dass man einfach zu wenig Mana hat, weil Mana steigern eben auch, wenn man viel will, teuer wird. Das heißt, auch als Magier wird man nicht drum rumkommen zu kämpfen, nämlich die ganzen kleinen Gegner, wie zum Beispiel Goblins hier. Und dafür aber halt sich die Magie dann aufhebt für die richtig großen Brocken. Ja, ich weiß noch nicht genau, welcher Gilde ich mich anschließen soll, was ich werden soll. Es gibt hier zur Auswahl 3 Gilden. Nämlich gibt es die Stadt Korinis, wie ihr schon erfahren habt. Dort kann ich mich anschließen, kann Paladin werden. Es gibt die Feuermagier, wie ihr auch schon erfahren habt. Den kann ich mich anschließen, kann Feuermagier werden. Oder gibt es natürlich noch wie im ersten Teil, die sozusagen die Rebellen. Das sind hier die Söldner. Worum es bei denen geht oder was sie so tun, das werden wir noch rechtzeitig erfahren, keine Sorge. Aber denen kann ich mich auch anschließen und Söldner und später Drachenjäger werden. Also der Drachenjäger ist dann das Äquivalent zum Paladin. Bevor man Paladin wird, wird man erst Miliz. Die Frage ist, was soll ich werden? Ich weiß es noch nicht. Im Gegensatz zum ersten Teil bin ich mir da nicht wirklich sicher. Und ich habe mir überlegt, ich werde das Ganze einfach mal für die Zuschauer in einer Umfrage zusammenfassen. Welche 3 Möglichkeiten oder welche 6 Möglichkeiten genau genommen es gibt. Ich habe die Möglichkeit, mich jeder einzelne Gilde anzuschließen natürlich. Und ich habe die Möglichkeit, und das würde ich allerdings gerne auch tun, erstmal alles durchzuprobieren. Also durchprobieren heißt, ich gehe bei jeder einzelnen Gilde so weit, dass ich mich da jetzt quasi anschließen könnte. Schließe mich dann aber nicht an, gehe zur nächsten Gilde, bis ich mich anschließen könnte, und gehe zur dritten Gilde, bis ich mich anschließen könnte. Und erst dann entscheide ich mich, wo ich mich anschließe. Das hat den Vorteil, dass ich erstens mal die Welt ein bisschen kennenlerne, dass ich wahrscheinlich mehr Ausrüstung finde, dass ich auf jeden Fall mehr Erfahrung habe und mehr kann. Und damit das Spiel, das eh schon relativ schwer ist, vielleicht ein bisschen leichter wird. Allerdings wird sich dadurch das Let's Play natürlich dann ein bisschen verzögern. Ein bisschen die Länge ziehen. Von daher würde ich gerne euch Zuschauer fragen, was ihr dazu meint. Und dazu habe ich ein kleines Straw Poll erstellt. Gibt 6 Möglichkeiten, die 3 einzelnen. Oder halt dreimal alles ausprobieren und dann dem oder dem anschließen. Wobei, wenn natürlich rauskommt, dass die Mehrheit will, dass ich alles durchprobiere, dann werde ich natürlich das tun und mich danach dem anschließen, was die Mehrheit hat. Also keine Sorge vorm Abstimmen. Ich
werde eure Stimme auf jeden Fall berücksichtigen. Ui, das war knapp. Also ich werde aus den Stimmen werde ich zwei Scores sozusagen bilden. Einmal für, ob ich alles durchprobieren soll oder nicht, die Score. Wenn das höher ist, dass ich es tun soll, dann werde ich es durchprobieren. Auch wenn die Einzelstimme, dass ich direkt Magier werden soll zum Beispiel, die meisten Stimmen hat, diese Option. Ich fürchte, da ist ein Wolf hinter mir. Ja, verdammt. Puh, gut, dass der am Baum hängt, sonst wäre ich jetzt tot. Nein, ich bin tot. Ach Mann. Ja, das meinte ich. Der zweite Teil ist deutlich schwerer als der erste. Aber hier unten im Tal, hat Alexander schon gesagt, gibt es einige tolle Dinge. Wie gesagt, und wenn dann nachher... Was, hier bin ich wieder? Oh nein. Hab ich da nicht gespeichert? Warte mal. Habe ich nicht draußen gespeichert? Habe ich in den ersten... Nee, ich habe nicht in den ersten Slot gespeichert. Ach, was habe ich denn da wieder verbockt? Ja, also wenn... Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich werde jede einzelne Option alles durchrühren oder nicht, oder jede einzelne Gilde zusammenzählen und dann letzten Endes das tun, was die meisten Stimmen hat. Genau, das heißt, ihr braucht euch nicht zu scheuen, abzustimmen, zum Beispiel, dass ich... Was weiß ich. Also ihr habt im Prinzip zwei Stimmen. Einmal die Stimme, ob ich alles durchrühren soll, einmal die Stimme, was ich werden soll. Und ich werde die beide getrennt natürlich dann berücksichtigen. So, jetzt aber... Das Einsammeln hier. Das kann ja nicht sein, dass ich mich hier so blöd anstelle und draufgehe. Ich dachte, ich hätte hier eigentlich gespeichert. Oder habe ich mir das eingebildet? Ich weiß es nicht. Sieh mal, ach so, nee, ich wollte hier speichern. Und dann habe ich die Feldräuber gehört. Und wurde quasi hineingezogen in den Kampf. Jetzt habe ich aber gespeichert. Na komm her, Wolf. Sehr schön. Und das ohne Verluste. Ich bin begeistert und speichere gleich wieder. Aber hier waren doch gerade Feldräuber. Wo sind die denn hin? Und ja, da hinten brennt ein Feuer. Da möchte ich aber gerade noch nicht hingehen. Okay, vielleicht doch. Das da ist ein alter Bekannter. Lester. Hey. Und da flieht die Riesenratte. Bleib mal stehen. Ich brauche die Erfahrung, du nicht. Ach, die kriege ich schon, wenn ich zurückgehe. Meine Güte. Und das ruckelt hier gerade schon wieder ein bisschen. Deswegen werde ich mal an die Grafikeinstellungen gehen und die Sichtweite ein bisschen runterstellen. Die brauche ich hier sowieso nicht im Tal. Und wie ihr gesehen habt, die Qualitätseinstellungen sind nicht allzu hoch. Das, Gothic 2 war damals schon... Ein Mist, viel weniger. Sehr grafisch anspruchsvoll und da hat mir Lester Erfahrungspunkte geklaut. Bist du es? Tatsächlich. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Hey, Lester. Lester, wie kommst du hierher? Das war eine irre Flucht. Nachdem die Barriere explodierte, bin ich zunächst orientierungslos durch die Gegend gestreift. Dann habe ich mich tagelang durch die Wälder geschlagen und schließlich dieses Tal hier gefunden. Diego, Milton und Gordon sind noch im Minental. Zumindest denke ich das. Was ist passiert? Nachdem der Schläfer besiegt wurde, hat die gesamte Bruderschaft den Verstand verloren. Ohne ihren Meister waren sie alle nur noch leere Hüllen. Und du? Was ist mit dir? Mir ging es genauso. Ich hatte Albträume und sogar Halluzinationen. Aber ich bin geflohen, als ich wieder einen einigermaßen klaren Kopf hatte. Einmal glaubte ich, einen großen schwarzen Schatten zu sehen, der sich auf eine Gruppe Flüchtender stürzte und alles in einer riesigen Feuerwolke verbrannte. In dem Moment dachte ich wirklich, ein Drache wäre gekommen, um mich zu töten. Hast du noch mehr gesehen? Nein, ich habe die Beine in die Hand genommen und bin gerannt. Schön, also Laris bestätigt hier die Drachengeschichte. Und interessanterweise glaubt er, dass die Schläfer-Typis, also die Sektenleute erst nach der Verbannung des Schläfers den Verstand verloren haben. Da möchte ich entschieden widersprechen, das hatten die davor schon. Ich bin auf dem Weg nach Korinnes. Was weißt du über die Stadt? Korinnes?
Nun, es ist eine Hafenstadt, nichts Besonderes. Warum fragst du? Ich muss zu den Paladinen, die sich in der Stadt befinden sollen. So, tatsächlich. Du kommst doch noch nicht mal in die Stadt hinein, geschweige denn zu den Paladinen. Hast du einen Vorschlag, wie ich in die Stadt komme? Allerdings. Ich habe vor einiger Zeit für einen alten Alchemisten namens Constantino gearbeitet. Er ist sehr einflussreich in der Stadt und hat die Torwachen angewiesen, jeden zu ihm zu lassen, der ihm seltene Kräuter verkaufen kann. Im Grunde ist es ganz einfach. Du sammelst ein großes Büschel Pflanzen, die hier überall wachsen, und gibst vor, für Constantino zu arbeiten. Dann werden sie dich passieren lassen. Sammel aber nicht alles durcheinander. Die Stadtwachen sind ein bisschen dämlich und haben keine Ahnung von Alchemie. Das Büschel muss schon für sie nach etwas aussehen, wenn du damit durchkommen willst. Ich denke, 10 Exemplare ein und derselben Pflanzenart sollten reichen. Danke für den Tipp. Wie lange versteckst du dich schon hier im Tal? So genau weiß ich das nicht. Aber ich schätze mal eine Woche vielleicht. Aber da ist noch eine Sache. Als ich hier abends ankam, habe ich mich oben auf dem Berg umgesehen. Da standen nur ein paar Bäume. Und als ich am nächsten Tag gucke, steht auf einmal dieser Turm da. Ich schwöre dir, der war vorher noch nicht da. Seitdem habe ich das Tal nicht mehr verlassen. Du meinst Xardas Turm? Ich wusste ja, dass er mächtig ist, aber dass er sogar einen Turm erschaffen kann. Xardas, der Dämonenbeschwörer? Er lebt in diesem Turm? Ich weiß nicht, ob mich das beruhigt. Keine Sorge. Er war es, der mich aus dem Schläfertempel befreit hat. Er ist auf unserer Seite. Du musst Xardas von dem Schatten berichten. Es könnte wichtig sein. Du glaubst, es war keine Einbildung? Du meinst, da war wirklich ein... Drache, ja. Du steckst doch schon wieder mittendrin. Hab ich recht? Mittendrin würde ich nicht sagen. Noch nicht. Na schön. Wenn es so wichtig ist, dann werde ich ihn aufsuchen. Aber nicht jetzt. Für den Augenblick werde ich mich ausruhen. Ich bin noch immer erschöpft von der Flucht aus der Strafkolonie. Nach einer Woche. Ich denke, du hast noch viel vor. Wir sehen uns dann später bei Xardas. Nach einer Woche bist du immer noch erschöpft? Meine Güte. Das muss das Sumpfkraut gewesen sein. Nichts zu plündern. Die hatten nichts, genau. Aber hier lag doch noch ein Wolf. Hier war der Wolf. Genau. Wenn Laris schon die Erfahrung abstaubt, dann will ich zumindest sein Fleisch zum Essen. Wo bist du? Da bist du. Na komm. Oh je, da ist noch einer. Na, komm schon. Na, komm schon. Yeah. Da habe ich meine erste Stufe. Stufe 1. Und 52 statt... Was war's vorher? 50? Nee, statt 40, ne? Lebenspunkte. Kriegt 12. 12 Lebenspunkte pro Stufe. Coole Sache. Allerdings fehlen mir jetzt 20. Heilpflanze, Heilkraut. Ich nehme mal das Stärkere und nehme mal die Heilpflanzen von denen nicht mehr ab auf. Vielleicht komme ich ja damit in die Stadt rein. ja. Mal schauen. Also in die Stadt reinzukommen ist wohl tatsächlich ein Problem. Oder nicht allzu einfach. Aber zunächst möchte ich mich hier unten in diesem Tal umschauen. Und ich glaube, ich lasse mal lieber die Waffe gezogen. Wer weiß, was es hier noch so für Viecher gibt. Zum Beispiel diese junge Riesenratte. Das müsste die sogar von vorhin sein. Wenn mich nicht alles täuscht, denn die ist hier angeschlagen. Komm her. Eine kleine Blutfliege. Hä? Ah, jetzt. So, geht doch. Nichts zu holen. Ich habe hier gerade ein Rascheln gehört. Bin ich das, wenn ich mich bewege? Ja, alles klar. Das bin wohl ich, wenn ich mich bewege. Und mir fehlen schon wieder 10 Lebenspunkte. Wie kriege ich die jetzt zusammen, ohne den großen Stapel anzutasten? Zum Beispiel, indem ich 2 von diesen Beeren esse. Und dann speichere ich nochmal. Denn hier, wenn ich gerade richtig gesehen habe, gibt es eine Höhle. Und die möchte ich gerne erforschen. Ratten! Ganz schön viele Ratten, ehrlich gesagt. Ganz schön viele Ratten auf einmal. 3 auf einmal. Immerhin. Heilkraut. Und eine Neuerung, eine weitere Neuerung in Gothic 2. Es gibt Lederbeutel, die man
als Einzelgegenstand findet und die man dann öffnen kann, um verschiedene Dinge zu kriegen. In dem Fall war jetzt zum Beispiel Geld drin. In anderen Fällen ist da was anderes drin. So, Doppelpilz. Ja, wie gesagt, man muss einige essen, um den Mana-Bonus zu kriegen. Deswegen kann ich mir jetzt mal ganz gemütlich erlauben, schon einige zu futtern. Ich darf es halt leider nicht übertreiben. Also, was heißt ich leider? Ich will es nicht übertreiben, sagen wir es mal so. Ich will in der Lage sein, den Bonus mir zu gönnen später, wenn das Steigern richtig teuer wird. So, liegt jetzt hier noch irgendwas? Nein. Aber das ist ein Grabstein. Von Jota oder Lothar? Keine Ahnung. Kann ich die Waffe nehmen? Nein, da fehlen mir 20 Stärkepunkte. Schade. Das heißt, ich prügel hier immer noch mit so einem komischen, schweren Ast rum. Na gut. Egal. Ich bin Stufe 2. Und übrigens, ihr seht, im Gegensatz zum ersten Teil gibt's hier auch nicht mehr Einhänder, Zweihänder, Bogen, Armbrust. Einmal lernen, dann kann ich's ein bisschen und nochmal lernen, dann bin ich Meister, sondern man hat hier rechts oben diese Prozentzahlen. Die steigert man einzeln. Ein Lernpunkt 1% und ab einer gewissen Höhe ein Lernpunkt 2%, 2 Lernpunkte 1%. Und das ist die Prozentchance, einen kritischen Treffer zu machen. Und kritischer Treffer heißt, also normaler Treffer, beim normalen Treffer wird der Waffenschaden plus der Stärkewert, glaube ich, an Schaden gemacht. Und bei einem kritischen Treffer wird die Stärke nochmal dazu gezählt. Stimmt gar nicht. Beim normalen Treffer wird auch der Rüstschutz des Gegners abgezogen. Und ich glaube, beim kritischen Treffer wird er entweder durchschlagen oder irgendwie verringert oder so. Weiß ich nicht genau. Ist ja auch nicht so wichtig. Das Wichtige ist, dass man mit kritischen Treffern deutlich mehr Schaden macht als ohne kritische Treffer. Und dass es deswegen wichtig ist, diese Fähigkeit zu steigern. So, Lester. Was weißt du denn so? Was weißt du über die Gegend? Wenn du den Weg weiter runter gehst, kommst du zu einem Bauernhof. Ein kurzes Stück dahinter fängt auch schon die Stadt an. Sei aber vorsichtig, hier treiben sich nicht nur Wölfe und Ratten rum, sondern auch Goblins und Banditen. Goblins hatte ich schon gesehen. Banditen, interessant. Ja. Das war Lester. Was wollte ich gerade sagen? Ich weiß es nicht mehr. was war's denn? Voll vergessen. Ach ja, genau, eine neue Sache auch in Gothic 2. Wenn man die Leute nach dem Gespräch, wenn alle Optionen aufgebraucht sind, nochmal anspricht, dann haben sie häufig doch noch was, was sie auch nochmal sagen. Das war ja vorhin bei Xardas so in der ersten Folge und jetzt gerade bei Lester auch. Genau. Also es gibt einige Neuerungen hier in Gothic 2 verglichen mit dem ersten Teil. Allerdings ist es im Großen und Ganzen immer noch das Gleiche geblieben. Aber halt in der größeren Welt, mit noch mehr Atmosphäre, mit besserer Grafik, mit höheren Hardware-Anforderungen und meiner Meinung nach auch mit mehr Spaß. Na, komm her, Wolf. Komm her. Hey! Gemeines Viech. Tut mir einfach weh. Naja, hier gibt es ja Heilkräuter überall. Das ist ja immerhin fair von dem Spiel, dass ich mich hier überall heilen kann. Und da sieht man nochmal das Tal unten, in dem sich Lester befindet. Schöne Aussicht. Gut. Mir fehlen 20 Lebenspunkte. Heilpflanze, Heilkraut. Na komm. Na komm. Wie gesagt, ich will ein großes Büschel von den Teilen haben. Einfach so, weil ich es kann. Aber beim nächsten Mal gehe ich dann weiter. Und was es dann in diesem Durchgang mit diesem Typen da vorne auf sich hat, das erfahren wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.